So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde PvP-Action. Heute mal wieder mit unserem Kollegen Morpheus. Sein erstes Mal im Arati-Becken. Mal sehen, wie wir ihn am nützlichsten und am besten einsetzen sollen, um unserem Team den größtmöglichen Profit beizusteuern. Wir müssen natürlich da... alle gehen an die verdammte Sägewerk ran. Ich bin da ziemlich allein gelassen worden, was... die verdammte Mine angeht. Oh Mann, ich bin mal gespannt. Wenn da vielleicht nicht allzu viele Hordler kommen sollten, kriegen wir das eventuell gerafft. Auch nur einer. Auch nur einer. Es ist nicht wirklich viel. Oh, shit. Never mind. So, aufgedeckt auf jeden Fall. So einfach bin ich nicht zu überlisten. Diesmal, jetzt wo wir wissen, was für tolle Fähigkeit unser Kollege ich wollte schon Schurke sagen. Wir sind schon viel zu sehr in unserem Schurkenmodus hier angekommen. Jetzt, wo wir natürlich wissen, was unser Kollege Morpheus alles drauf hat, wie die Techniken hier zwischen uns laufen, dann kann man natürlich hier das ein oder andere mal neue Talentchen einsetzen und unseren Kollegen hier helfen, das Ding in irgendeiner Weise zu drehen. Okay, der ist tot. Der wird sich gleich mit anschließen. Lange kannst du nicht mehr hinhalten. Ah, komm, einer gegen mehrere. Das ist doch hier Kinderkram hier. Was soll das? Warum akzeptierst du es einfach hier nicht, dass du sterben wirst? Dämonenjäger Power for Life, Bro. Wir haben zwar wahrscheinlich kein Kill eingefarmt. Oh, doch, zwei. Okay, okay. I didn't say anything, man. I didn't say anything. So, die äußeren Reihen sind gesichert. Was mich überrascht, vor allen Dingen. Wow, attackieren ist hier die Ansage. Attackieren, Digga. Attackieren bis zum geht nicht mehr. Der Hof wird jetzt gleich komplett belagert. Finde ich sehr schön, was die Allianz gerade sich so weit dabei denkt. Finde ich gut. Also normalerweise ist das so eine Ansage, die ich immer gerne treffe. So dieses wirklich richtig aggressive Spiel und wirklich nichts gönnen der verdammten Horde. Gefällt mir verdammt gut. Verdammt mir wirklich sehr, sehr schön. Kann man so machen. Kann man wirklich so aus meiner Perspektive aus gerne machen, ne? Ist jetzt nichts, was wo ich sagen würde, das macht jetzt die Allianz falsch, ne? Man muss ja auch ein bisschen attackieren und ein bisschen was riskieren, um überhaupt irgendwas, Gutes für sein Team rauszubekommen. Vor allen Dingen, wenn es auch nur hinhalten ist, ne? Der größte Teil ist jetzt hier mal versammelt und muss sich hier erstmal, hat Probleme, erstmal wieder ins Spiel zurückzukommen. Wir werden zwar sterben, haben aber jetzt 3 Punkte eingenommen. Was hat die Horde? Ja, nur 2. Momentan führen wir ganz gut. Haben uns also die hinteren Reihen gesichert. Ich finde sie immer mit am besten, ne? Oh, noch die Schmiede. I love it. I love it, when the Alliance plays like fucking Alliance Boys. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Wendung. Ich werde, kann schon mal so versichern, lange werden wir natürlich nicht alles halten können. Aber wenn wir jetzt wirklich 4 Punkte mal wenigstens für 20 Sekunden, 30 Sekunden hinhalten, ne? Haben wir schon mal einen guten Punktefluss, über den man sich durchaus freuen könnte. Durchaus. So, deswegen werden wir erstmal ein bisschen hier mit den Augenstrahler bearbeiten. Kommt auch noch, und dann kommt ihr gleich noch ein Augenstrahler, ne? Doppelter Augenstrahler. Das hält immer ganz gut. Und damit kann man nichts falsch machen, Kollege. Oh, Tauri. Das ist ja nicht, das ist ja unerhört. Fliehen. Für einen Heiler. Ach. Und da ist der kleine Paladin alleine gelassen worden. Da ist der Paladin natürlich alleine gelassen worden. Der arme kleine Mann. Da wurde er alleine gelassen. So. Wir werden natürlich in alter James Bond-Manier rüberspringen. und dann ganz schnell einen Dreher machen. Weil das ist mir deutlich zu viele Leute an dem Punkt. Ich hätte jetzt gedacht, wenn das nur 2, 3 Leute gewesen wären, okay, kann man vielleicht nochmal versuchen. Aber bei so vielen Leuten überlege ich mir vielleicht nochmal 2-mal da was anzusetzen. Oh, gucke mal an. Gucke sie mal an. Oh, niemand vor allen Dingen dort. Okay, free, baby. I take that shit. Ja, das schaffen die sowieso nicht. Ja, noch unsichtbar gemacht. Sacre bleu. Da wurde ich von einem Monk. Von einem fucking Monk. Ich glaube es nicht. Ich werde jetzt verrückt hier. Ich will jetzt hier nicht schon wieder so... Oh, nö. Ja, lange genug werden wir uns natürlich nicht am Leben halten. Ich werde ein bisschen pumpen hier. Boom, 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 boom. So, ein bisschen mindestens die Punkte antappen. Ja, hier, nö. Auf jeden Fall so ungefähr. Für ein paar Sekunden sollte das funktionieren.
Mindestens haben wir ein bisschen die Aufmerksamkeit auf den Hof verlegt, damit die all anderen Punkten erstmal sicher bleiben. So viel steht schon mal fest. Es war eigentlich ganz gut. Ich meine, ganz ehrlich, wer den Hof da so einfach unbewacht lässt, ja, sorry, da kann man ja kaum widerstehen und man muss da ein bisschen zugreifen, ne? Muss ein bisschen auch sein Team weiterhelfen, nicht nur hier so rumstehen und ein bisschen Damage machen oder und einen auf gute Miene machen. Muss auch mit gutem Beispiel vorangehen und gucken, wo man eventuell nochmal ansetzen kann. Jetzt momentan gefällt mir das eigentlich ganz gut. So, sie haben mich jetzt mal entschlossen, eine Verteidigung da aufzustellen. Kann man machen. Zwei sogar. Kann man definitiv machen. Zwei Leute auf jeden Fall, die uns nicht schon mal auf die Eier gehen. Und dann heißt es jetzt eigentlich nur noch für uns mit Ansagen arbeiten. Wo kommen die her? Wo kommt irgendjemand her? Ne? Und solange das funktioniert, solange Leute sich absprechen und sagen, wo was gerade nicht richtig läuft, so können wir dann arbeiten und, ja, auf lange Sicht her das Spiel gewinnen. Ne? Drei Punkte haben wir, verdientermaßen, haben wir echt gut durchgespielt. Waren wir zwar ein bisschen greedy, was noch den vierten Punkt angeht, aber ich fand das ein gutes Vorbild für die Horde zu zeigen. Hier, wir sind auch unerschrocken. Wir können auch nicht so hier immer herkommen und einnehmen und so tun, als wäre hier nichts. Ne? Das können wir auch. Und so funktioniert das. So kriegt man das auf jeden Fall hin. Wenn ich jetzt noch irgendeine Unterstützung bekommen würde, wäre ich echt sogar ein bisschen gewillt? Oder hätte ich den Willen? Boah, komm! Das schreit schon so danach. Wie viele sind denn da? Kann ich das von hier aus ersehen? Leider nicht. Leider nicht. Aber ich könnte mal ein bisschen gucken, ob hier irgendjemand schon in der Nähe ist. Nein. Mann, ich hab Bock. Ganz ehrlich, ich hab keinen Bock, hier die ganze Zeit so rumzugammeln. Aber da haben wir definitiv Lust, ne? Da kommen wir her. Und diesmal... Mann, das ist ja wirklich... Das ist wirklich pussyhaftes Verhalten, aber... Ja, man rechnet immer so damit, es sind nur ein, zwei Mann. Und dann, wenn du anfängst anzusetzen, dann kommen irgendwie noch drei weitere Leute. Und dann ist man so... Ist die Motivationsphase so... Willst du doch nicht mehr so wirklich rangehen. Schade, schade. Ich würde da wirklich jetzt mal rangehen und ein bisschen Druck machen, aber... Alleine willst du da nicht rangehen. Das ist einfach nur... Tot, Left 4 Dead mäßig. Left 4 Dead, guck, da sagen sie sogar alle, nicht zur Schmiede gehen. Das Ding ist wirklich maßgeblich dein Tod, wenn du da hingehst. Oh! Dafür haben wir... Oh, oh, Kollege, das habe ich nicht vergessen hier. Komm her. Kommst du her, du? Du kleiner, dreckiger Wichser. Mit dir habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Was waren das hier für Kick-Ass-Moves hier? Was waren das hier für Kick-Ass-Moves? Oh, fuck. Digga, es reicht jetzt langsam mal ein bisschen so mit der ganzen Geschichte. Ich brauche ein bisschen Macht, ja, so ungefähr jetzt. Und dann wird jetzt hier mal ein bisschen gestrahlt, hier müssen die Leute verstrahlen. Vor allen Dingen, oh shit, auf jeden Fall, wir werden gut überrannt. Ah, komm schon, den kriege ich noch mit mir runter, komm schon. Nein, jawohl, okay, ich habe ihn zwar nicht selber getötet, aber mindestens hat irgendjemand meinen Kill executed, das finde ich ganz gut. Dass da irgendjemand sich noch die Mühe gemacht hat, ich hätte mich zwar noch in die Luft befördern können, aber ich wollte das Ding nochmal aufspannen für den Fall, dass wir gleich nochmal wiederkommen und die Situation ein bisschen eskaliert, dass wir noch eine Möglichkeit haben, uns da irgendwie, ja, über eine längere Zeitraum hinwegzuhalten. Momentan ist es ja noch sehr, noch... Oh, oh, Paladine, die sind so nervig, Freund. Oh, jetzt ist die Frage. Wer ist nerviger, ne? Wer geht hier mehr auf den Sack, ne? Das ist schon so die eine oder andere Frage, die man sich hier stellen müsste. Kollege. Ja, nee. Gibt's hier nichts mit Heilung. Echt? Ich hab dir doch gerade eben gesagt. Nein. Nein. Kollege. Heilung gibt es hier nicht mehr. Für dich gibt es nur noch den Tod. Sehr schön unterbrochen. Und das müsste jetzt sein Ende sein. Guck. Da kommt noch hier der Stun von uns. Und das war's. Das war's. Hier nochmal ein bisschen die Klingen kreisen lassen. Oh, da denkst du, ich hab dich übersehen. Nein, Schätzchen. Ich habe nur meine Prioritäten gerade festgelegt. Und jetzt geht's dir an den Kragen. Sehr schön gehuckt. Und dann werden wir das Ding schön wie in der Fleischerei aufspießen hier. Sehr gut. Alter Schwede, haben wir gut hingehalten. Aber Verluste gab es auf der einen oder anderen Seite. Die verdammte Mine haben wir dabei verloren. Ich könnte natürlich jetzt mich wagen und sagen, komm schon Leute, greift dafür den scheiß Hof an. Das würde ich auf jeden Fall machen hier. Das ist jetzt Batman-like hier. Das ist jetzt auf jeden Fall Angriff. Angriff auf höchster Ebene. Damit hast du jetzt nicht gerechnet. Der Angriff von ganz weit oben hier. Ganz weit oben. Der Strahl der Tode. Und dann noch das. Oh, Bubblezünder. Kriegsdonner.
Bro, mach was oder ich nehme den Punkt ein. Yo, Desorientiertheit. Okay. Er will noch. Er will's noch wissen. Ist mir auch, ist kein Problem, ne? Das kriegen wir gedeichselt hier. Tschüss. Nett. Nett und so. Oh. Hier, da haben wir noch. Oh. Oh. Oh, nee. Nee. Weißt du, gegen sowas will ich jetzt nichts sagen, aber das ist auf jeden Fall ziemlich nervig hier. Ne? Hi. Du hast gerade durchaus andere Probleme am Start, und zwar sich selbst zu heilen, weil wenn du gleich stirbst, ich kann dich leider jetzt nicht mehr unterbrechen, aber der Strahler, der geht noch mindestens durch hier. Der Strahler, der kriegst du durch, hier kommen meine ganzen Klingen auf dich noch. So, spätestens wenn der nächste Stunt für 4 Sekunden kommt, war es das für dich. Ja, komm, hier, tschüss, auf Wiedersehen, geh baden, du. Geh baden, du. Geh baden, du. So, der nächste, boom, tot. Damit sollte der Hof eigentlich... Guck mal, da haben wir sogar die Mine zurückerobert. Und als Bonus gibt's noch den Hof drauf. Schön. Sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Haben wir alles richtig gemacht. Da steht noch der Heiler. Ich werde mir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Damage holen. Oh. Wir sind zu... Alter, ist dein Ernst? Wir sind so groß, dass wir da nicht mal durchpassen? Oh. Ja, Größenprobleme sind auf jeden Fall nicht so unsere Kategorien. Ah, ja, sehr gut. Du kleiner Wichser. Du kleiner Wichser. Dass der sich noch heilt. Dass der sich noch auf die... Ja, Digi, Digi, Digi. Nein. Nein, Alter. So, ich hab jetzt hier die Schnauze voll, Alter. Heilungen gibt's gar nichts hier. Weil, ja, der wird durchgeheilt bis zum geht nicht mehr. Ja, ist ja, kann mir ja recht egal sein. Ja, okay, könnt mich weiter auf mich draufhacken. Bisschen werde ich das Ding noch hinhalten können. Ein paar Sekunden, wenn schon, denn schon. Ne? Wir wollen ein bisschen auch Punkte geiern. Wir wollen ja auch was dabei schließlich verdienen. Ne? So, bam, bam, bam. Da kommt der Druide leider ein bisschen so in die Quere. Ah ja, ist okay. Gestorben sind wir. Guck mal, da war der eine Typ ziemlich frech an der Sache dran. Ich guck mal, warte mal. Würde es sich vielleicht für mich lohnen, an die Leiche wieder zurückzugehen? Ah, ja. Würde sich sogar lohnen. Würde sich sogar lohnen. Ich bleib mal sogar an der Leiche dran. Ich spawn zwar mit ein bisschen weniger Leben, bin aber gleich direkt zur Stelle und kann angreifen, sofern sie meine Leiche nicht plündern. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann könnte ich nämlich gleich zur Stelle sein und unseren Kameraden helfen. Alter, ich schaff das, glaube ich, noch. Das könnte ich noch schaffen. Sehr gut, sehr gut. So, da sind wir mal wieder. Wieder im Spiel. Ein bisschen zeigen. Oh, fuck. Okay, ich glaube, das war keine so gute Idee. Es war keine so gute Idee. Ich hätte vielleicht lieber die paar Sekunden mehr warten sollen und dafür mit voller Macht nochmal rangehen sollen. War keine so gute Idee, gebe ich zu. Hätten wir vielleicht mal ein bisschen anders spielen können, aber das war Zeichen guten Willens. Man wollte nochmal zeigen hier, ich bin mir immer noch da. Ich bin immer noch da. Aber dann nach 5 Sekunden runter zu kloppen werden, ist eine ziemlich depressive Einstellung gerade, die passiert ist. Scheiße. Habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass ich so schnell runtergehauen werde, das ist auch, ja, rechnest du ja auch nicht die alle Tage. Du spawnst ja zwar mit der Hälfte, aber so schnell, boah. Komm, ein bisschen Killguy will man auch noch ein bisschen sein. Wenn wir schon am Hof gerade nichts mehr so zurechtgeiern konnten, dann will man sich irgendwo was anderes dafür holen. Yo. Yo. Was soll denn das hier? Immer diese Heilungen, Alter. Immer. Oh, oh. Oh. Da kann man nur facepalmen hier. Oh, jetzt bleibst du stehen. Du bist jetzt gerade in meine Falle getappt. War keine so gute Idee, Digi. Das ist so der Moment. Der Moment, wo ich sagen würde, ich hasse Heiler. Vor allen Dingen Monk-Heilers. So, pusten wir erstmal so die etwas leichteren Leute weg. Und dann kommen die etwas komplizierteren Angelegenheiten. Kommt zum Beispiel die hier. Mister, ich will immer noch nicht sterben. Weil es einfach nicht in meinen Kopf geht, dass du schon von 10 Leuten fixiert wirst und immer noch nicht draufgehen willst. Interessant. Das zeugt mal wieder einfach nur von der Überlegenheit eines Monk-Heilers. Oder allgemein der Monks. Die sind dafür, dass ich sie selten im PvE-Bereich sehe, sind sie im PvE dafür wenigstens stärker vertreten. Freut mich. Wenigstens wird die Klasse weiterhin gut gespielt. So, da haben wir sogar einen Erfolg im Arati-Becken. 6 Kills, weit vorne. Ich meine, der Einzige, der noch weiter vorne ist als ich, das ist mit 7 Kills und das ist ja völlig in Ordnung. Völlig akzeptabel für uns. Ich würde sagen, das war eine schöne Runde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. See ya, Leute.